Reporter wird Ihnen präsentiert vom World Web Forum, die Business-Konferenz für digitale Revolution. Nun, er führt diese Firma, wie ich es tat, aber ich bin nicht mehr da. Zenit ist die fünfte Firma, die ich als CEO führe, die fünfte Herausforderung und die letzte. Der erfolgsverwöhnte Unternehmer Jean-Claude Biver nimmt sein letztes Husarenstück in Angriff. Zum Auftakt der Uhrenmesse treffe ich den Manager, Multimillionär, Ehemann und Familienvater. Guten Morgen, Herr Biber. Hallo. Gut gereist? Ja, sehr gut. Das ist die 41. Basler Messe. Für Sie? Und noch immer nicht genug? Nein. Ich hoffe noch. Sieben Jahre. Bis ich 75 bin. Mit 75 will ich ein bisschen weniger arbeiten. Aber nicht aufhören. Aufhören wird man alt. Man wird kommt, alt, wenn man das aufhört. Das kommt nicht in Prag für Sie. Ich möchte nicht alt werden, ich möchte in die Zukunft schauen. Wissen Sie, ich will nicht nach hinten schauen. Ich will nach vorne. Was treibt den 68-Jährigen an, statt den Ruhestand zu genießen, mindestens doppelt so viel zu arbeiten wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer? Davon handelt dieser Film. Das ist ein Privileg, hier zu sein. Die erste Basler Messe mit Blancpain, 83 oder 84, 83, haben wir in einem Campingbus geschlafen. Hinter dem Güterbahnhof. Da gibt es so einen kleinen Park. Und da haben wir geschlafen, im Campingbus. Und jeden Morgen zum Bahnhof und dann für einen Fränkli eine Dusche genommen. Also, haben Sie einen grossen Weg gemacht in den letzten 40 Jahren? Ja, aber immer dieselbe Freude. Wissen Sie, egal welchen Weg Sie tun, die Freude muss bleiben oder sie muss sich vergrößern. Erfolgshungrig scheint er ohne Scheu ein weiteres Kräftemessen in der hart umkämpften Branche einzugehen. Wir haben viel Wettbewerb. Wissen Sie, Wettbewerb, das heißt, man muss etwas erreichen im Leben. Das ist wie wenn ich Sport treibe. Der Wettbewerb für mich im Sport ist, dass ich an meine Limite komme. Das heißt, mit meinem Gewicht, meiner Größe, soll ich eher im Flachland Velo fahren. Aber ich gehe den Pass rauf, obwohl ich nicht dafür geeignet bin. Aber ich habe die Schwierigkeit gerne. Ich kämpfe gerne. Ich erreiche gerne etwas. In dieser einen Woche muss er 2/3 des Jahresumsatzes aufgleisen. Biver leitet die Uhrensparte des weltgrößten Luxuskonzerns LVMH. Tag Heuer und Hublot hat er bereits auf die Erfolgsspur geleitet. Sein letzter Coup gilt der Zenit. Ich war mir nicht mehr gewöhnt mit so kleinen Marken, mit so wenigen Mitteln. Jetzt bin ich fast wieder im Campingbus. Das heißt, Zenit ist sehr, sehr klein. Zenit ist 10-mal kleiner als Hublot. 20-mal kleiner als Tag Heuer. Und da muss man sich anpassen. Da kann man nicht mit denselben Mitteln unterwegs sein. Das macht die Sache schwierig. Und es ist auch schwierig wegen meinem Druck, denn das ist die letzte Marke, die ich einmal führen will. Und ich will nicht, dass das ein Misserfolg ist. Denn der letzte Schritt muss Erfolg sein. All right. Tu m'en là? Okay. Bonjour. Bonjour. Hallo, Alexandre. En français? En français, si ça vous va. Oui,
Jede Firma sollte einen CEO haben wie Ricardo und einen Präsidenten wie mich. Immer im Mittelpunkt scheint sich Beaver keiner Einlage zu schade. Doch der Erfolgsdruck fordert seinen Tribut. Wasser und nichts essen. Weitermachen. Und so halten Sie den ganzen Tag vor? Ja, bis heute Abend 8. Und dann um 8 Uhr heute Abend versuche ich auch sehr wenig zu essen. Sonst kann man nicht diese 7 Tage voll dabei sein. Man muss wenig essen und viel trinken. Und kein Alkohol natürlich. Beaver und Zenit. Beide benötigen den Erfolg. Hello, sir. I found my baby. You found the baby, that's right. I'm happy. Um die Uhrenbabys anzupreisen, holt sich Beaver prominente Unterstützung. Sexy, ja? Sexy. Switz, der Musikproduzent und Ehemann von Alicia Keys, soll den Verkauf ankurbeln. Ich bin ein schlechter Verkäufer. Denn ein guter Verkäufer kann verkaufen, von dem er nicht überzeugt ist. Ich kann nur meine Überzeugung Ihnen verkaufen. 100% Antimagnetik. 100% Antithermik. 100% Chronometer. Certified by Besançon. Besançon is in France. Vive la France! Hey, Macron! Macron, Präsident! Gibt's irgendwo ein Limit? Nein, die Tibetaner haben es gesagt. Wenn du den Gipfel des Berges erreicht hast, dann klettere weiter. Glauben Sie das ist ein Sprichwort vom Tibet. Ich glaube, natürlich glaube ich daran. Es gibt keinen Gipfel. Der einzige Gipfel gibt es bei meinem Tod. Und dann muss ich alles erreicht haben. Thank you very much. Show- und Manager-Vokabular scheinen Teil des Business. Trotzdem frage ich mich, ob hinter Beavers Engagement nicht mehr steckt als ein plumper Verkaufstrick. Sind die Uhren seine wahre Liebe? Sein Lebenselixier? Ich werde heute schlafen und träumen wie ein junger Mann. Und morgen arbeite ich wie ein junger Mann. Danke, dass Sie mich heute Abend in einen jungen Mann verwandelt haben. Eine Person, die Passion hat, der glaubt man auch. Und wenn noch ein Produkt hinter dran stimmt, dann noch eine, kann man sicher sein, dass es funktioniert. Das heißt, Sie kaufen die? Ja, wir haben sie nicht und ja, werden auch das weiter einkaufen, absolut. Im Moment braucht er auch ein bisschen unsere Hilfe. Aber wenn es nachher gut geht, hilft er nachher auch uns. Es ist ein Geben und ein Nehmen im Leben und das ist bei ihm ganz extrem. Oui, bien sûr. Der Tag war unglaublich positiv. Das heißt, man hätte nicht besser diese Messe starten können als bei solch einem Tag. Alles ging richtig, einiges war improvisiert, aber die Improvisation war positiv und die Stimmung hat gestimmt. Das heißt, die Stimmung ist sehr gut. Und jetzt? Jetzt haben Sie Ihren Schlaf verdient. Ja, ja, also nein, zuerst muss ich diese 212 Mails beantworten. Ich kann ja nicht schlafen gehen mit 212 Mails, die nicht erledigt sind. Okay. Das heißt, es sind 212 Leute, denen ich jetzt nicht geantwortet habe. Ich kann ja nicht schlafen gehen, ohne diese Leute zu beantworten. Und das ist natürlich, da brauche ich vielleicht 2 Stunden. Ja, um 2 Uhr bin ich im Bett. Nachtschicht ist Alltag für Jean-Claude Beaver. Um 5 Uhr treffe ich ihn in seiner Villa am Genfer See. Bereits tief versunken in der Arbeit, während die Familie noch schläft. Diese Arbeitsweise verdankt er einem ehemaligen Regierungs- und späteren Bundesrat. Ja, 35 Jahre habe ich das jetzt gemacht. Aber es wurde mir von Delamura. Er hat mir eines Tages um 5 Uhr morgens einen Termin gegeben. 5 Uhr morgens. Und als ich ins Büro kam, sagte er mir, weißt du, warum du um 5 Uhr hier bist? Da habe ich gesagt, ja, ich komme wegen einer Subvention. Er hat gesagt, nein, du bist hier um 5 Uhr, denn du musst rechnen, wenn du jeden Tag 2 Stunden mehr arbeitest als deine Konkurrenten, wären nur 300 Tage, das gibt 600 Stunden,
dividiert durch 40 Stunden pro Woche, das sind 15 Wochen. Deswegen bist du hier. Denn 15 Wochen Vorsprung kannst du nehmen, wenn du nur 2 Stunden pro Tag mehr arbeitest. Es war 7:05, ich war draußen und seitdem stehe ich jeden Morgen um 5 Uhr auf. Heute natürlich nicht mehr. Das ist das Geheimnis von Ihrem Erfolg. Es ist ein Teil. Erfolg ist zuerst mal Arbeit. Und zweitens Arbeit. Und drittens Arbeit. Und Nummer 4, Hilfe. Und Nummer 5, ein bisschen Kreativität. Aber Arbeit ist, das ist 80% von allem Erfolg. Man muss arbeiten. Und ich habe das große Glück, Privileg, dass meine Leidenschaft auch meine Arbeit ist. Das heißt, es gibt kein Wochenende. Die meisten Leute brauchen Wochenende, um wieder etwas anderes zu tun, als arbeiten. Und ich mit meiner Leidenschaft, ich habe ja nie den Eindruck, dass ich arbeite. Das treibt mich an. Für seine zweite Frau Sandra und den gemeinsamen Sohn Pierre reserviert Jean-Claude Biver die Frühstückszeit. Die Familie habe einen hohen Stellenwert in seinem Leben. Trotzdem, nach einem kurzen Kaffee, müssen alle los. Yes. Okay. So, Pierre. Ah, là, là. So, mein Herz. Bis bald. Das bedeutet, erst später am Abend wird Biver wieder zu Hause eintreffen. Hallo, Thomas. Ja, ja. Ob sie sich nicht gewünscht hat, mehr Zeit mit ihrem Mann zu verbringen, wenn er das Pensionsalter erreicht hat, würde ich gerne wissen. Natürlich hätte ich mir das gewünscht. Vor allen Dingen, ich meine, wir verstehen uns extrem gut. Aber er kann die Sachen natürlich nicht halb machen. Das heißt, er wirft sich 300%ig in seine Arbeit, weil er eine Ethik hat, die auch überdimensional ist. Von der Warte aus gesehen, ich hätte natürlich nicht gedacht, dass er so viel arbeitet. Aber das ist nun mal so. Und wenn er es tut, unterstütze ich ihn drin. Das ist das Beste, was ich machen kann. Ich begebe mich mit Jean-Claude Biver zurück zu den Anfängen seiner Karriere. Ins Valais de Joux. Da haben Sie gewohnt, Herr Biver. Da oben hat sie sich verschlagen nach dem Studium. Warum? Warum sind Sie da hochgekommen? Ja, die Natur, die Authentizität, die Ruhe. Und nicht der Job? Nein, ich hatte keine Ahnung von einem Job. Ich bin sofort nach dem Studium und bin hier gekommen, denn ich habe gesagt, hier will ich wohnen. Und was machen? Ich wollte Lehrer sein in der Schule, die Uhrmacher Schule. Und das wurde natürlich nichts. Und das war der Anfang. Das ist eigentlich ein glücklicher Zufall. Ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich bekomme Glück, Glück, Glück. Wie andere bekommen Regen, so bekomme ich das Glück. Gehen wir auf die Spuren von Ihrem Glück durchs Valais de Joux. Ja. Herr Biver. Guten Tag. Geht's gut? Ja, und Ihnen? Ja, ich habe mir doch gedacht, dass Sie das sind. Ja, ja, ich bin's. Kaum einen Steinwurf entfernt, liegt Bivers Meisterstück Blompin. Innerhalb von 10 Jahren hat er die Firma von 20.000 auf 60 Millionen aufgewertet. Verkauft hat er sie 1992. Wie lange ist das her? 30 Jahre? 20? Ja, ungefähr. 30. Genial. Toto grüßt Sie auch. Hey, wie geht es Ihnen? Sind Sie noch da? Fantastisch. Sie haben die Fabrik um mich herum gebaut. Ich war noch nicht drin. Ich wage es nicht einzutreten. Bravo, en tout cas. Pour ce que vous faites. Merci. Danke für alles, was Sie machen. Bravo. Neben Blompin werden im Valais de Joux Weltmarken wie Gégé Lecoutre, Otmar Piguet oder Breguet hergestellt.
Das abgelegene Tal ist das Epizentrum der Schweizer Luxus-Uhrenindustrie. Zuerst habe ich angefangen zu lieben die Gegend. Aber die Gegend, das Valle de Joux-Tal, das prägt eine Mentalität dem Menschen. Also ich habe angefangen, das Klima und die Gegend zu lieben. Dann habe ich angefangen, die Menschen zu lieben. Und dann habe ich angefangen, den Job der Menschen. Sie sind ja alle Uhrmacher hier, mit Abstand des Bäckers und dem Metzger. Dann habe ich angefangen, den Job der Menschen zu lieben. Und so bin ich zur Uhrmacherkunst. Das ist ein totaler Weg von der Gegend zu den Menschen und von den Menschen zum Job. Beavers letzter Streich, er will der Zenit zu neuem Glanz verhelfen. In der Blütezeit der Firma arbeiteten hier 2000 Angestellte. Heute sind es gerade noch 200. Ihnen überbringt Beaver die jüngsten Verkaufszahlen der Basler Messe. Der Manager mit Milliardenumsatz sucht die direkte Begegnung mit der Belegschaft. Die Bodenhaftung hat er nicht verloren. Bonjour tout le monde. Was habe ich da? Das Podest, Monsieur Biver. Ah, das Podest? Nein, nein. Ich steige doch nicht auf ein Podest. Je veux pas monter là-dessus. 2017 war eine gute Messe. Wir haben mehr als 10.000 Uhren verkauft. Für mehr als 40 Millionen Franken. Das heißt, ein Plus von 32% gegenüber 2016. Sie werden sehen, wir geben Zenit den gebührenden Platz in der Geschichte der mechanischen Uhren zurück. An Beavers Arbeitsweise mussten sich die Zenit-Angestellten gewöhnen. Es war nicht einfach zuerst, weil die Leute ihn nicht kennt, haben ein bisschen Angst gehabt. Aber ich würde sagen, nachher ist viel gekommen. Es kommt etwa ein bis zwei Mal eine Woche. Und nachher haben wir einfach eine Confiance mit ihm gehabt. Und jetzt ist es gut. Jetzt kennen wir ihn. Kennen. Mhm. So ist es einfacher. Und wo sind die schwierigen Seiten von ihm? Er will einfach alles für gestern. So manchmal ist es nicht einfach. Aber wir finden gerne eine Solution. Trotz Technologiewandel ist bei Zenit Handarbeit noch immer gefragt. Fast alle Bestandteile werden hier gefertigt. Daran will auch der Chef nicht rütteln. Zum Glück in 42 Jahren musste ich nur einmal Leute entlassen. Einmal 49 Leute. Und das war bei Tag Heuer 2014. Einmal in 42 Jahren ist nicht viel, aber es war peinlich. Warum? Wenn Sie eine Person entlassen, wie viele Leute werden davon Konsequenzen haben? Die Kinder, die Freunde, die Eltern. Also eine Person, die man entlässt, gibt Konsequenzen an 30 Leute. Und das muss man manchmal berücksichtigen, bevor man sowas tut. Der Start mit Zenit scheint geglückt. Bis der Erfolg gesichert ist, sind aber noch ein paar Jahre Geduld gefragt. Und wenn Sie jetzt gerade würden sterben, wie wäre denn das? Dann würde ich sagen, es tut mir leid, dass ich nicht keine Zeit hatte, um alles zurückzugeben. Aber ich habe wenigstens während meinem Leben das Beste getan. Und ich habe mich benommen auf eine Art und Weise, von der ich stolz sein kann und kann mich in den Spiegel schauen und habe gesagt, Beaver, du hast es gemacht. Du hattest nicht genügend Zeit, um es fertig zu machen. Und du hast es gemacht. Wir begleiten den Wahlschweizer in sein Heimatland Luxemburg, das er vor 60 Jahren verlassen hat. Er ist auf Promotour.
Im Handgepäck seine frisch gedruckte Biografie. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse weiterzugeben, ist Teil seines Lebenskonzeptes. Du kannst alles, wenn du nur willst. Dass es nicht ganz so einfach und eine steile Karriere nicht allen möglich ist, weiß auch Jean-Claude Biver. Pour Robert. Ja, ich glaube, danke, merci, ja, merci vielmals. Ich glaube, jeder hat das Recht zu glauben, dass er in die Zukunft mit Erfolg gehen kann. Aber ich weiß auch, dass es ungerecht ist, weil alle Leute sind nicht geboren mit denselben Chancen. Aber egal, wie man geboren ist, man müsste ständig trotzdem optimistisch bleiben. Denn solange man lebt, kann man etwas erreichen. Nicht unbedingt auf dem Niveau, den man sich gewünscht hätte, aber etwas kann man erreichen. Und was man immer erreichen kann, ist Liebe. Liebe kann jeder geben. Mit dem Star-Rummel in seiner Heimat hat er nicht gerechnet. Wenn die Leute meine Morale und meine Ethik verfolgen können, dann bin ich gerne eine Popstar. Oder ein Pastor? Oder ein Pastor, jawohl. Das war ja das Ziel des Buches, dass es den jungen Menschen, den jungen Unternehmern Mut, Optimismus und Visionen gibt. Es ist kurz vor 22 Uhr, als wir uns auf den Heimweg machen. Will Jean-Claude Biver dieses Tempo wirklich noch 7 Jahre durchhalten? Ich fühle mich jetzt nicht müde. Aber vielleicht werde ich trotzdem ein bisschen schlafen im Flugzeug. Aber ich bin nicht physisch, ich bin nicht weder physisch noch moralisch müde. Weder im Kopf noch im Körper. Das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft. Reporter wurde Ihnen präsentiert vom World Web Forum, die Business-Konferenz für digitale Revolution.